Das Kamel. Es ist ein Sinnbild an den Krippendarstellungen, dass sich etwas verändert hat. Das Kamel kommt nicht aus Zentraleuropa, es kommt aus dem fernen Osten. Und mitgebracht haben es natürlich drei Menschen aus einer ganz anderen Welt, die drei heiligen Könige. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ob es nun Weise waren oder Könige, wir können es nur in etwa erahnen. Auf jeden Fall sind es ganz besondere Menschen, die einen weiten Weg auf sich genommen haben, um das Kind in der Krippe zu ehren. Genau das feiern wir, wenn wir am 6. Januar, am Dreikönigstag, auch unsere Sternsinger aussenden. Im Augenblick ist an unserer Tür hier noch das alte Logo mit 2020. Natürlich werden die Sternsinger jetzt nicht mehr von Haus zu Haus gehen können, aber sie können jeweils in der Kirche vor Ort sich solch einen Aufkleber mitnehmen, der ist dann auch gesegnet, und sie können sich selbst diesen neuen Aufkleber an ihre Tür oben hinhängen. Und zusätzlich gibt es auch noch eine kleine Info, wo nochmal etwas draufsteht über die Sternsinger-Aktion, wo auch ein Überweisungsträger und eine Kontonummer ist, wo Sie etwas überweisen können. Ganz wichtig für diese großartige Aktion Kinder für Kinder. Aber Sie werden das vermissen, dass die Kinder vor Ort auch bei Ihnen sind an der Haustür. Deshalb haben wir im Video eine Grußbotschaft von ganz vielen Kindern und Jugendlichen, Ministrantinnen und Ministranten zusammengestellt, die Ihnen nochmal etwas sagen wollen. Viel Spaß dabei! Willkommen, der Herr aus dem Morgenland, willkommen gefüllt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein gesegnetes Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Es führt uns der Stern zur Krippe hin. Wir grüßen dich, Jesu, mit frommem Sinn. Wir bringen dir unsere Gaben dar, Weihrauch, Myrrhe und Gold für wahr. Wir bitten dich, segne nun dieses Haus und alle, die gehen dort ein und aus. Verleihe ihnen zu dieser Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit. Drei Könige führte Gottes Hand durch einen Stern aus Morgenland, zum Christkind nach Jerusalem, in einen Stall zu Bethlehem. Gott führe auch uns zu diesem Kind, durch das wir alle erlöst sind. Die Sternsinger von Obereschlach wünschen ein frohes neues Jahr. Da wir dieses Jahr nicht von Haus zu Haus laufen dürfen, haben wir eine Segenstüte für euch vorbereitet. Darin enthalten ist ein Segensgrußaufkleber, den man an die Tür kleben kann. Ein Spendeninformationszettel, wo man eine Spende halt abgeben kann und ein bisschen Weihrauch. Und diese Tüte könnt ihr dann auch für Spenden benutzen und jetzt schon mal Dankeschön. Ich finde die Sternsinger-Aktion wichtig, weil wir durch anderen Kindern helfen können, denen es nicht so gut geht. Man kann als Kind mal etwas bewirken und das zusammen mit ganz vielen anderen. Dieses Jahr fehlt mir die Gemeinschaft. Sonst trifft man immer Kinder, die dasselbe machen wollen wie man selbst. Das geht dieses Jahr ja leider nicht. Wenn wir den Segen zu den Leuten bringen, freuen sie sich immer. Das fehlt auch. Und natürlich fehlen auch ein bisschen die Süßigkeiten. Aber genau das, was uns dieses Jahr fehlt, auf das freuen wir uns nächstes Jahr. Zusammen mit den anderen Sternsingern wieder von Haus zu Haus gehen, den Kindern helfen und dass sich die Leute freuen, wenn wir ihnen den Segen bringen. Ich bin der König Balthasar und es ist fast ein halbes Jahr, dass ich hierher nach Bethlehem kam. Es ist schade, dass wir dieses Jahr nicht als Sternsinger laufen konnten, weil wegen Corona alles so blöd ist. Und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn wir wieder laufen können. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führe uns zur Krippe hin, zeig uns, wie es steht. Leuchte auf uns herab, wo wir schon sind. Stern über Bethlehem, führe uns zum Kind. Hallo, mein Name ist Simon. Ich nehme bei der Sternsinger-Aktion 2020 teil. Viele fragen sich bestimmt, warum machen wir das eigentlich jedes Jahr? Wir spenden damit Geld an arme Länder, wo es den Leuten nicht so gut geht wie bei uns. Und jeder weiß bestimmt das Problem, aber bei den Sternsinger ist es dieses Jahr so, dass wir nicht zu den Leuten hingehen können und dass wir dort auch nichts an die Türen schreiben können. Und auf was ich mich besonders freue, ist, dass es wieder alles normal ist, dass wir
einen Segen dass wir sprechen können und dass wir auch was an die Türen schreiben können. Johannes, was gefällt dir denn gut an der Sternsinger-Aktion? Ich finde es toll, dass man dort anderen Kindern hilft, indem man durch die Straßen geht und Geld einsammelt. Und ich mag auch, dass man ein bisschen zu naschen kriegt. Und wie oft warst du schon dabei? Dreimal. Dreimal. Okay, und hast du vor, nächstes Jahr wieder mitzumachen? Ja, wahrscheinlich. Und wieso? Weil es sehr viel Spaß macht und man eben anderen Kindern hilft. Leider kann die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr nicht so stattfinden wie sonst. Das finde ich sehr schade, denn ich hatte mit meinen Freunden immer viel Spaß und habe etwas für Kinder in Not getan. Ich bin seit 2016 bei den Sternsingern dabei und freue mich auf nächstes Jahr, wenn hoffentlich alles wieder normal ist. Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Wir Sternsinger können leider dieses Jahr nicht zu euch an die Haustüre kommen. Wir bitten euch trotzdem, unsere Aktion für die Kinder in der Welt zu unterstützen. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem in dieser Nacht.